Hallo und willkommen zurück. Ja, gestern war der Livestream. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Diese Folge ist jetzt, ich glaube, jetzt ist Donnerstag für euch. Also ein paar Tage später. Auf jeden Fall wollte ich mich dazu nochmal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir hier Sets und alles geschenkt haben. Das war überhaupt nicht nötig, aber ist trotzdem sehr lieb von euch. Also, da haben wir einmal Set Hot, der Todesgeier von Sascha Nebelwächter, Jessica Zauberflügel, von Sarah Rindenbarts Auge, von Jacqueline Koboldast. Zwei Stück, drei Stück gleich. Dankeschön, Jacqueline. Und dann... Nee. Erstmal ein Zepter des Tributs. Da hat sie mir einfach ein Reittier geschenkt. Astrales Einhorn. Boah, dankeschön. Aber das... Ich will gar nicht wissen, wie teuer das war. Ich habe es jetzt mal eingelöst. Nee. Das sieht ja mal mega cool aus. Wie teuer war das? Das war bestimmt hier im Kronenshop. Moment. Astral. Wie viele Reittiere haben die denn hier? Da. 7500 Kronen. Oh Gott, danke schön. Oh, das ist echt... Das wäre nicht nötig gewesen, ne? Ich werde es jetzt auch die ganze Zeit benutzen. Das sieht so cool aus. Dankeschön, Jacqueline. Und da war, glaube ich, noch was. Straßenkämpfer-Set von Tim Todesflüsterer. Dir auch ein Dankeschön. Das ist echt lieb von euch. Ja gut, ich warte jetzt noch auf Sarah und Dominik und auf Nico Sand. Wir werden gleich weiter leveln. Und mache jetzt hier einen kurzen Stopp und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt sind Sarah und Dominik da und der Nico ist auch dabei. Servus. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hatte gerade auch gesagt, dass die Folge am Donnerstag erscheint. Das ist, ich meinte Freitag, weil heute ist Dienstag und heute die Folge fällt aus, weil ich habe das nicht mehr geschafft, ne? Hättest du schon. Hätte ich nicht. Ich habe angefangen zu rendern und dann stand da 2 Stunden. Und wenn ich, dann wäre das jetzt immer noch am Rendern und dann würde es richtig hängen hier, die Aufnahme. Hör auf zu lachen, ey. So, jetzt muss ich da rein. Sarah spricht, ihr geht immer heimlich vor, ne? Wie, was? Ja, ihr seid immer eine Quest weiter wie ich. Stimmt nicht, du bist schon hinten. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ich habe die Umfrage hier auf vom Sandwich Toast und Toast Sandwich. Tja, Sarah. Ich lese das mal vor, ja? Habt ihr euer Problem gelöst? Ja, also Sandwich Toast hat mit 16 Stimmen gewonnen und Toast Sandwich hat nur 9 Stimmen. Mein Beileid. Schummlerei. Nein, das war kein Schummeln. Oh, ich bin 114. Sind da auch die bestochenen Stimmen dabei? Das stimmt. Es wurde manipuliert. Leute wurden bestochen, Leute stimmt wurde gar nicht. Gegeben. Das sind auch Kommentare. Sandwich Toast, Sandwich Toast, Sandwich Toast, Sandwich Toast, Sandwich Toast. Elli, wir dürfen die Leute nicht beeinflussen. Ja. Witch Toast Sand. Noch nie Toast Sandwich gehört. Ja, kannst du mal sehen. Nico, was sagst du denn? Toast Sandwich oder Sandwich Toast? Ja, hab das jetzt einmal. Genau, das letzte Mal, dass ich frage, okay? Juhu! Was bist du für ein Mensch? Und wir haben gestern gedealt miteinander. Das ist das erste und letzte Mal. Das kannst du vergessen. Ah, du hast viele Eisvögel bekommen, ne? Nein, von ihm habe ich Geistesblitze bekommen. Ich auch, ja.
Eisvögel habe ich auch gestern richtig viele bekommen, aber ja. Genau, und Sarah wird bald ein Hausturnier starten. Aber dazu machen wir dann noch ein extra Video, damit ihr euch auch anmelden könnt und alles, weil hier ist das zu kompliziert. It's too complicated. Aber das wird ist gemein. Alles. Ja, wollte gerade sagen, ey. Es ist echt ein gemeines Turnier. Warum? Ja, sag doch mal die Regeln. Kannst ja schon sagen. Also Peitsche darf er zum Beispiel nicht benutzen, dann die Schattenangriffe auch nicht. Geistesblitze maximal 3, Abweiser maximal 2, Resi 65. Die anderen Karten wie Dorn, Sagen, Hüterin, Wachen der Geist, die sind alle erlaubt. Jade-Rüstung schon, aber da musst du halt nur 65 Resi haben mit der Jade-Rüstung. Wie gemein die ist, oder? Ja, weil schau. Das Turnier will ich ja so, du kennst ja den typischen Satz von Trump, den er immer sagt, let's make America great again, gell? Ja, und dann machst du jetzt, ja, das ist gut. Und da wollte ich mal so, let's make PvP great again, und ja. Ja, das ist cool. Und Alex wollte, glaube ich, auch nochmal wieder ein Turnier machen, und danach mache ich wieder eins. Wir können uns ja immer abwechseln. Ja, das stimmt. Ich überlege, ob ich mal ein Turnier mache, nicht ab 120, sondern ein bisschen niedriger. Bitte. Das wäre auch cool. So 40, 50. Bei dem Turnier jetzt im Mai, was ich mache, können auch Level 100 damit machen. Ich hoffe auch, Sturmresi ist dann unbegrenzt, wenn es ab Level 50 ist. Weil du musst bedenken, ohne Schatten, da kann Level 100 auch gegen Level 120 gewinnen, oder? Ja. Theoretisch wäre das möglich. Ich komme mit Bala. Echt? Ja, bis dahin habe ich Bala erst auf 120, vielleicht. Irgendwann im Mai machst du das, ne? Am 12. Das ist ein Freitag. Okay. Weil dann mache ich am Sonntag auch die nächste Runde. Samstags kann ich halt nicht, weil ich bei der Arbeit bin. Oh Gott, dann bin ich wieder so aufgeregt. Ja, Nico, bereust du es jetzt, dass du uns deine Geisterspitze gegeben hast? Ich glaube schon. Wenn er mitmacht. Ich sag mal so, für das Turnier brauchst du nicht unbedingt Geistesblitze. Er hat noch er hat ja selbst noch ein paar. Ah, kann man noch ein bisschen dealen, oder? Ja, außerdem ist das eh nicht so wichtig. Ich glaube echt nicht, dass man sie auch gebrauchen wird, weil du wirst hier zum Beispiel jetzt keinen 3-Pip-Weber gebrauchen. Ja, hast du Lars gesehen. Der macht 2 Pips, sag ich's. Jede Runde. Stimmt, man kann ja auch Das war so gemein. Guck, der hat, glaube ich, jetzt schon eine Taktik im Kopf. Ja, ich habe aber auch noch ein paar Mana-Brände für 3 Pips, ne? Ich komme doch mit Feuer. Oh nee. Boah, ich hasse Feuer. Diesen Dino hasse ich am meisten. Boah. Ich glaube, ich komme mit Leben. Darf ich da wachenden Geist machen? Ja, alles ist erlaubt. Ich komme mit Leben. Ey, aber. Ich komme mit Feuer und zieh Todamulett an und spam Dämmern. Oh Gott. Mit Leben bin ich ja weit gekommen bei dem Turnier von, was die Supporter gemacht haben, ne? Mhm. Ja, da bist du. Bei dir lag es halt echt daran, dass dein Internet abgespackt ist am Ende. Ja, mit dir war ich im Finale, ey. Und dann hatte ich einfach Standbild. Aber ich habe auf dich gewartet. Ja, ich weiß. Da haben sogar 3 Leute zu mir gesagt, dass das voll ehrenhaft, also voll, voll nett ist. Ja, Wunder, oder? So irgendeiner schrieb mir so, ich hätte die voll sofort gekillt, ey. Du, was wartest du? Hallo. Aber das war echt blöd. Ich habe geschrien in dem Moment, ne? Ich habe dabei ja noch aufgenommen, ne? Einfach scheiße alles. Oh je. Hast du noch die Aufnahme? Ne, die Aufnahme habe ich. Ich war ja auch sogar noch in Münster. Deswegen war es ja, ich war am anderen PC, ne? Ah, okay, ja. Aber am Anfang hat ja alles geklappt. Nur gerade im Finale, weißt du? Mhm. Naja, die Preise waren jetzt nicht so sonderlich. Nee, fand ich auch nicht. Erst war ich auf dem 3. Platz, obwohl ich doch, mit wem war ich dann plötzlich auf dem 2. Platz? Nee, schau, es war so, ich war ja 2. Platz, Lisa war 1. Platz, ne? Genau. Ich wusste nicht, was die Preise sind, dann habe ich einfach zur Supporterin geschrieben, also die eine, die dort war, habe ich ihr dann gesagt, ja, können Sie einfach so machen, dass Belle, also dass du 2. Platz kriegst und ich 3., weil das unfair war. Ja.
Das habe ich so geschrieben. Und sie so, ja, okay, kein Problem, ich kann jetzt Bell zweite Platz geben. Ich so, ja, okay, passt, dann tauschen wir es einfach. Sie so, okay. Am Ende kam raus, dass man, ja. Ist aber auch schon lustig, dass gerade wir drei im Finale waren, also soweit. Mhm. Lisa, du und ich, ja, genau. Aber ich hatte auch Glück, weil ich musste erst gegen, ich hätte eigentlich gegen diesen Rufus kämpfen müssen. Leben? War das nicht so? Der war auch richtig stark. Rufus, oder? Und der kam einfach nicht, glaube ich. So war das. Hieß der nur Rufus? Mm, nee, ich glaube... Ist das nicht dieser... Nee, das war ein anderer Rufus. Okay. Der war richtig gut. Also da hatte ich echt Angst, ne? Der hat einfach Gartenzwerg auf mich gemacht. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich Gartenzwerg habe, ne? Ach ja, man sieht seinen Gegner nicht. Mhm. Also man muss auf alles vorbereitet sein. Und man darf auch das Deck nicht mehr ändern, ne? Nee, ich werde es so machen, weil bei dir werden sie jetzt unter dem Video dann sich sozusagen anmelden oder halt, keine Ahnung, mir bei Skype schreiben oder sowas. Dann werde ich so machen, ich werde einfach zwei Schüsseln haben, ne? Ja. Und dann ziehe ich von rechts und links und ich schreibe die privat an, die sollen dann sich reinporten, also, und dann kämpfen sie gegeneinander. Und das Buch darf nicht geöffnet werden, sonst sind sie disqualifiziert. Ja, ich will, dass es so ein richtig schwieriges ist, weil der Gewinner ist dann wirklich jemand, der richtig Skill hat, verstehst du? Würdest du sagen, dass bei mir keine Skiller waren? Nein, das war nicht. Du bist kein Skiller, du hast gewonnen. Das war halt viel zu einfach, weil man sich auf Posi im Prinzip hatte, man hat auf Posi schon gewonnen gehabt. Ja, und ich muss auch zugeben, ich hatte die letzten drei Kämpfe oder so nur Posi, falls du es gesehen hast. Außer jetzt gegen Manuel, den Baller, aber sonst habe ich wirklich zwei oder dreimal Posi gehabt. Du hast halt vom Posi dich perfekt auf deinen Gegner einstellen können. Das war einfach zu leicht. Da eine Robe hier heißt Trockener Fetz des Wanderers. Ich habe gelesen, Trockener Furz. Der gestern war auch gut, ey. Ich habe gerade gefurzt. Das war ein Mädchen, oder? Ja, das war ein Mädchen. Oder der Marco. Marco Belic oder sowas. Ja, den Stream kann man sich jetzt nochmal anschauen. Ne? Also gestern ging es nicht, aber erst heute. Habe ich gerade. Da geht über 2 Stunden, ey. Ja, ich habe so ein bisschen immer vorgespielt, damit ich halt von allem sehen kann. Ich habe auch ein bisschen geguckt und da habe ich Aggression schon bekommen bei dieser Musik, wo man halt warten muss, wo wir uns versteckt haben. Ohne Witz! Das war keine Ahnung, die Musik ist so komisch. Ich sag mal so, beim ersten Mal ging es doch, beim zweiten Mal warst du schon echt schlecht. Ja, ich hab den Ton immer vergessen anzuklicken. Vor allem, wir können einfach weiterspulen nach vorne. Die anderen mussten wirklich warten und das. Ja, ich hätte Anfälle bekommen in dem Moment. Einmal haben wir auch richtig lange gebraucht, die armen Leute, ey. Oh Gott. Das Beste war am Ende, wo das Dealen stattgefunden hat. Ja. Mit den Eisvögeln. Ich habe so eine Szene gefunden, die sage ich jetzt nicht hier, weil sonst sucht sie jeder und hört das. Warum? Ich schick was dir denn? Später. Was ist denn da? Da. Sagst du etwas? Also du sagst es nicht, sondern du lässt einen schönen Laut von dir. Ich weiß, was du meinst. Das habe ich vorhin schon gesehen, habe ich nur gedacht, du Scheiße, ey. Oder das Witzige ist, wo Nico so geschrieben hat, so, 8 Geistesblitze, ein Vereinfachen oder sowas. Und du so, oh mein Gott! Oh Mann. Ich habe nur Geistesblitze gelesen, direkt am Geiern, ey. Du aber auch, ja? Na, das Problem bei dir und Domi, was gewesen war, ist, ihr habt geredet. Ihr habt gesagt, oh, Geistesblitze. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ihn einfach privat angeschrieben. Ja, du bist auch ein richtiger Geier. Ich habe aber auch nur Eisvögel für dich. Ja, es war wirklich so. Ihr redet so, oh, gib mir. Und ich so, oh, einfach privat anschreiben. Was willst du für die ganze Skizze haben? Ich habe zu dem Zeitpunkt keine Kronen. Aber einem bin ich auch hinterhergeportet. Der war nicht in der Stadtmitte, der kam nicht rein. Hat er gesagt, ich hab Geistesblitze, aber ich komme nicht rein. Habe ich gesagt, okay, ich porte einfach zu dir. Das ist geil. Aber ich fand's echt cool, wie alle mitgemacht haben, muss man schon sagen. Ja, das war schon cool. Vor allem auch, dass sie trotzdem noch mitgesucht haben, obwohl die wussten, dass die halt nichts mitbekommen, ne? Ja, dieser
Sascha Nebelwächter, da dieser Fritz. Genau. Und noch welcher? Jacqueline auch, glaube ich, die mir das reicht. Der Tim und die Angela auch. Genau. Und Patrick hat auch immer die ganze Zeit mitgemacht. Ja, aber der Patrick hat auch Verstecks gesucht. Stimmt. Verstecke. Oh. Ich finde, dafür, dass es über 2 Stunden war, ging die Zeit schon recht schnell um, ne? Mhm. Können wir aber öfter machen, das ist eigentlich schon ganz gut. Vor allem. Wartet! Tommy ist am Start. Wenn wir beim. Ja, mein Questpfeil leckt. Da, wo läufst du denn hin? Hier runter. Ja, mein Questpfeil leckt. Läuft er da nach oben? So, Moment, wenn der Questpfeil zum Lecken anfängt. Und du kennst doch das, wenn der Questpfeil einfach nur geradeaus geht. Sarah, du Ferkel. Sie sich jetzt stumm gestellt. Macht sie immer, wenn sie lacht. Mhm. Die lacht jetzt erstmal 10 Minuten. Sarah, komm wieder zurück. Schau, sie ist nicht mal im Kampf. Jetzt. Gib mir eine Minute. Okay, geht wieder. Gut. Das hört man. Schon ist sie wieder weg. Mein Herz auf! Vor allem, das sieht so stumpf aus, wie er nach oben läuft, weißt du? Das war das Witzige. Ja, mein Gott, kann auch nicht sein, dass ein Questpfeil spinnt. Auf jeden Fall will ich ja. Wie viele Dungeons sind am Ende? 3? So wie Polaris? Ja, 3 die, und gerne halt. Sollen wir die alle live streamen? Da wirst du Aggressionen bekommen, das sage ich dir gleich. Vor allem ich würde die wirklich nicht live. Vor allem der dritte oder der zweite, der Schattenball, der Schattenball? Oder wie der heißt. Ja, den willst du wirklich nicht live streamen. Echt? Doch, das mache ich. Nur weil du das schon so sagst. Aber ich kann nicht, ich muss dann wirklich immer stumm machen, das sage ich dir jetzt schon. Warum? Weil ich wirklich Aggressionen gekriegt habe bei dem. Ohne Witz. Mann, Nico schreibt mit Abweisung, geht das schon. Ja, aber nicht zu zweit. Nein, wir sind ja zu zweit. Ja, das wollte ich ja noch sagen. Wir sind ja zu dritt. So. Und wir bräuchten dann ja noch theoretisch einen vierten für die Live-Aufnahme. Für den Endgegner habe ich jemanden. Für den Ghana. Echt, sonst hätte ich gesagt, wir losen das einfach aus. Weil da waren bestimmt viele kannst mit, du oder? Kannst du auch machen, ja? Kannst du auch machen. Aber wir hätten da jemanden. Wir hätten okay. Echt jemanden. Sonst können wir doch für jeden Dungeon einen mitnehmen, so 3 Leute. Ja, ist eh besser. Ja, und ganz am Ende kommt halt der mit dem Vorschlag. Okay, dann nur für die 2 ersten. 3. Das wird ein langer Stream. Oh ja. Oh, das wird's wirklich. Ich kann ja dein Turnier auch live streamen. Wenn du kämpfst, oder wie? Ja, auch. So ein bisschen hier, ein bisschen da. Okay. Kann ja sein, dass ich am Anfang direkt verliere und dann streame ich trotzdem. Aber also, das ist eigentlich eine total gute Idee, weil dann ist es auch so, dass praktisch jemand, der jeden Kampf noch sehen will, das ist ja das Video dann im Prinzip danach eben. Kommt. Quali ist jetzt nicht die beste, aber man kann halt alles sehen, ne? Also ich fand jetzt von deinem Livestream gestern die Qualität voll gut. War echt? Total okay. Also kann man echt nichts sagen. So, ich muss jetzt die Folge jetzt auch wieder beenden. Die Zeit ist wieder um, sehe ich gerade. Das Dungeon nicht noch fertig machen? Ist das ein Dungeon? Ja, okay, dann gehen wir da rein. Ich weiß das doch nicht mehr. Einfach mittendrin. Okay, dann wird die Folge ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen von gestern. Ja, geschädigt, würde ich sagen. Mhm. Haben wir schon ja, die Hälfte Bell. Geschafft, ja? Jetzt nennen mich mehr Leute Winterburger wegen dir. Winterburger? Winterburger? Obwohl du es gestern versprochen hast. Oh, ich weiß schon wieder ein Thumbnail für dein Turnier. Oh.
Gott, ich sehe es schon kommen. Und dann noch so mit diesem Burger-Song. Ja, oh, den wollte ich gestern noch dran machen, aber ich hab's nicht. Ich hab's gelassen. Oh Mann. Aber der kommt noch irgendwann, der Burger-Song. Der ist total cool. Ist ja gar nicht. Doch. Vor allem, siehst du, seht ihr Leute, sie findet sowas geil und dann nennt man mich Winterburger. Dann müsst ihr, sie ist ja auch, also du hast ja auch Winterbell. Winterblüte. Ja? Dich kann man auch jetzt Winterburger nennen. Nee, das geht gar nicht, weil du heißt Winterberg, Winterburger, das passt besser. Ja, Winter. Zieh mich doch nicht damit rein. Du hast mich da reingezogen. Mich würde niemand Winterburger nennen, wenn du es nicht gesagt hättest. Tja. Aber ich habe das, glaube ich, nicht ohne Grund gemacht. Ich glaube, du hast mich gemobbt oder so, deswegen kam ich darauf. Doch, weil doch, doch, das war, weil du mich gemobbt hast. Ja, ja, da mit Elias war das. Deswegen habe ich bei Elias auch Easy Elias geschrieben. Hallo, ich bin voll nett zu dir. Vor allem Alex Blitzhammer hat gestern auch gesagt, dass du gemein zu mir bist. Das war Zacharias. Nein, das war Alex Blitzhammer. Zacharias hat gesagt, ich werde unfair behandelt wegen dem Namen. Guck mal, er sagt das zu dir und sagt selber Zacharias zu dir. Ja, sein Name ist ja cool. Gib's einfach zu, du bist eine Mobberin. Ach ja, komm. Wir müssen auch nochmal Dominiks Löwen zeigen und so. Oh Gott. Und seine Hengste. Der war aber auch gemein gestern, ne? Ich will gar nicht. Nein, du darfst die Sphäre nicht sagen. Nein, du darfst dich nicht bewegen. Nein, es muss dunkel sein. Ja, das stimmt. Zu leicht. Nein, das stimmt. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir mal recht. Okay, ausnahmsweise. Oh, danke. Gerne. Erkunde verborgener Garten. Hallo. Was laberst du? Ah. Ich höre den Ton. Oh. Alex ist immer noch im Urlaub, ne? Der kommt erst am 23. wieder. Guck, wir haben bald Prüfungen und alle gehen in den Urlaub. Ja. Was ist das für eine Welt? Nur noch 6 Wochen. Oder nee, 7. Ich habe Angst. Angst? Wovor? Prüfung. Aber das Gute ist danach, dass ich ja übernommen werde, ne? Mhm, das stimmt. Deswegen muss ich einfach erstmal nur bestehen. Ach, das schaffst du schon. Soll ich euch mal was sagen? Wir haben ja Business-Englisch, ne? Und ihr kennt ja meine Englischkenntnisse, ne? Ja. Wisst ihr, was ich für eine Note geschrieben habe? Eine 2, ja? Ein Punkt an einer 1 vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Voll Selbstmobbing gerade. Ist so. Ich weiß nicht, was ich Leute, gemacht habe. Leute, ihr wisst ja, ich kann kein Englisch, aber eine 2 geschrieben. Ich war echt überrascht. Also mein Lehrer auch. Das ist aber kein Kompliment. Also nicht mein Englischlehrer. Wir haben ja einen neuen, der denkt, glaube ich, wirklich, ich bin so gut. Ich stelle mir so vor, dein Lehrer sagt dir so, ich bin sehr überrascht. Und du freust dich so, denkst, das ist ein Kompliment. Und nach dem Motto, die Summe hat auch in 2 Jahren. Ja. Oh Mann. Ich hatte 94 Punkte, ne? Das war echt gut. Von 100? Mhm. Von 100? Ja, von 100. Dann eine 2? Ich musste einen Businessbrief schreiben. 94 einen. Punkte und eine 2 nur? Ja. Also ganz ehrlich, von 94, von 100 eine du musstest, 2. Das ist ja immer so, dass es ab 90 eigentlich ein 1er ist. Nee, müsste bei uns so ist das erst ab 6 oder 95. Ich glaube, ein Punkt war das, was mir gefehlt hat. What the fuck? Mhm. Das ist bestimmt Absicht gemacht. Wer ist deine Lehrerin oder dein Lehrer? Der liebt Harry Potter. Und deswegen liebe ich ihn auch. Jetzt sagen können, du kannst einmal in deinem Video von mir dabei sein, wenn du einen Punkt hergibst. Ich sag dem, what the fuck, eine 2, ich bin Bell Winterblüte. Oh Mann. Kannst du ihn mal fragen? Was denn? Von welcher Schule er in Harry Potter ist? Also von Hogwarts? Gryffindor, ich hab den schon ausgefragt. Geil. Ich habe denen gesagt, der ist ja ganz oft in London. Der hat ja schon alle Schauplätze gesehen und so, also wo die da gedreht haben. Oh, wie nice. Ja, der fährt ja extra hin, das ist total geil. Und der fährt jetzt bald wieder dahin. Da habe ich gesagt, der soll mir einen Harry Potter-Schal mitbringen von Gryffindor. Ich habe schon eine Jogginghose von Harry Potter, okay? Die gab es mal bei Primark. Da arbeitest du doch.
Ja. Kennst du die nicht, die Harry Potter Buchsen? Ich kenne, also zurzeit gibt es nur solche grünen Jogginghosen. Ne, ich habe eine graue. Die ist aber auch richtig schön. Die hat auch nur 10 Euro gekostet. Hm. Hi, Paula. Wer ist Paula? Meine Supervisorin. Oh Mann. Stell mal vor, die guckt das wirklich. Ja, und ich habe noch Hi gesagt. Hi, Paula. Hi, Herr Schulz. Mein Englischlehrer. Jetzt war's böse, jetzt kriegst du erst recht um 11 Uhr Pause. Oh Mann. Ja. Ist so edig. Oh, nee. Letzte Woche konnte sie mir gar keine Pause geben. Ist es der letzte Gegner da jetzt? Mhm. Okay. Und Bell, was machst du heute noch so? René kommt gleich. Ah, okay. Guckst du den Film an? Wir gucken eine Serie immer. Breaking Bad. Welche? Breaking Bad. Walking Dead, Breaking Bad, was ist denn das für ein... Kennst du Breaking Bad nicht? Boah, bitte, ey. Bitte dich, ey. Abartig. Ja, erzähl mir ein bisschen was. Vielleicht schaue ich... Es ist dein Video. Kennst du Malcolm mittendrin? Nein. Dein Ernst? Ich rede nicht mehr mit dir, ey. Geht gar nicht. Kennt ihr mal Malcolm mittendrin? Nein. Ist das euer Ernst? Was soll das sein? Oh mein Gott, das ist eine Serie, die konnte man im Fernsehen. Was? Ihr kennt das auch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Wo lebt ihr denn, ey? Sie kein Malcolm mittendrin kennen. Kennt ihr King of Queens? Was? King of Queens, die Comedy-Serie. Nein. Ich geh gleich brechen, ehrlich, ey. Doch, das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht. Guckst du bitte für Serien an? Hallo, das sind die besten Serien, die es gibt. Das hast du gehört, das hast du gehört? King of Queens, ja. Ich dachte, du schaust keine Serien an. Kennt ihr den Kaufhauskorb, den Film? Wie kann es sein, dass ein Serienjunkie wie ich das nicht kennt und du schon? Hä? Ich habe gesagt, ich habe es gehört. Du bist kein Serienjunkie. Du bist ein Opfer. Ich bin kein Opfer. Nein, aber bei Breaking Bad geht es einfach darum, da ist so ein Chemielehrer, der... Chemielehrer. Erfährt, dass er halt Krebs hat und okay. hat auch eine Familie und nicht so viel Geld. So, und dann, dadurch, dass er ja Chemiekenntnisse hat, fängt er an, Crystal Meth zu kochen und droht damit zu dealen. Ne? Und dann sieht man halt in der Serie, wie der aufsteigt zum Drogendealer. Das ist total geil. Ach so. Okay. Ja, ich glaube, ich habe davon gehört, aber ich... Und der Schauspieler, also der Hauptdarsteller in dieser Serie, spielt bei Malcolm mittendrin mit, wo man die Serie eigentlich kennt. Okay. Wieso schreist du? Ich kenne ihn immer noch nicht. Weil ich das nicht verstehe, warum ihr das nicht kennt. Das ist doch Standard. Das sind Sachen, die muss man doch kennen. Ne. René ist gerade gekommen. Hi. Achso, wir sind jetzt fertig. Moment, ich guck mal eben. 26 Minuten. Okay, gut, dann verabschieden uns jetzt und nehmen gleich weiter auf, aber das werden ja 2 Folgen. Oh, danke schön. Ich habe 2 Osterhasen bekommen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Sind auch Eier dabei? Tschüss. Nein.